Hallo Guys, willkommen zurück. Es geht weiter gegen den Hamburger Sportverein. Wir haben uns in der Bundesliga zumindest wieder ein bisschen zurückgekämpft mit dem 4:1 gegen Hannover 96 im letzten Part. Mal schauen, wie wir uns gegen die Hamburger anstellen. Gegen die haben wir sonderlich nicht so gute Erfahrungen gemacht in den letzten Spielen. Aber vielleicht ist das heute anders. Ach, so gute Erfahrungen gemacht. Ach, ich denke. Deshalb, Holland vor, noch ein Tor. Auf geht's, Panky schießt ein Tor. Und das Stadion nimmt Formen an. Tor, schieß ein Tor. Auf geht's, Pinky, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, yeah. Schieß ein Tor, yeah. Game. Ihr müsst ihn entschuldigen, er hat ein paar Energy Drinks intus. Dann kann das schon mal passieren. Go, Pinky. Mhm. Go, Pinky. Mhm. Go, 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 Pinky. Das wäre auch geil, so Cheerleader. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, hier bei deinem Chan dein Gesicht zu sehen, jetzt wäre göttlich gewesen. Unbezahlbar. Ja, also unbezahlbar wäre es gewesen. Cheerleading ist super. Wollten. Ja? Also ihr könntet gerne ein Real-Video machen, wie ihr Pinky Dortmund anfeuern. Real-Videos, wie sie Pinky Dortmund anfeuern? Ja, aber nur Mädchen. Mit den nur Mädchen? Pumps. Ach so. Ja, ja, hier, aber bitte den Rock so kurz wie bei Lollipop Chainsaw. Genau. Sollte auf sie dann, diesmal macht nicht die Bude. Oh, Merde. Merde. Boomstall tritt die Ecke, weil Krabs nichts kann. Da war das so lange trainiert. Ja. Und das Amos Pfeil wieder im Tor. Hertha BSC, AK wieder. Wer, was? Wer? 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 Bunga Bunga. Ah, Bunga Bunga, ja. Guck mal an. Oh Gott, Petri spielt immer noch. Oh, ja, wir verlieren. Ja, ist so. Und die haben noch Amos Pfeil im Tor. Den Oldhoff nicht überwinden kann. Ja. Sergio Amos ist halt sehr gut. Ja, Sergio Amos. Enzo jetzt einen genialen Pass zu Oldhoff, der setzt dich durch, Junge, mach's doch. Aber Amos, er ist verliebt in den Ball, deshalb. Und der Ball in ihn, deshalb will er nicht ins Tor. Genau, und deswegen Bumser mit Ecke. Ja, zu Amos. Die ziehen sich halt so an, weißt du? Ludewig jetzt mit dem Fehlpass Petric und für sein Alter überläuft er selbst nur Zambrano, das gibt's doch nicht. Ja, so ist es halt. Der ist einfach mega stark. Hm. Hat neue Fußgelenke eingesetzt bekommen. Genau. Ist ein Roboter, ein halber Cyborg. Genau, Petric. Hammer geil. Oldhoff, aber Amos, okay. Kate Moss. Ah, kriselst da mit dem Ball. Da ihn leicht fallen lassen. Ja, und Petric Kriesel nicht. Der Roboter. Der Cyborg trifft. Das ist C10. Kennst du von Dragon Ball C8 und so? Mhm. Das ist C10. Ja. Er ist definitiv C10. Töle? Ja, Aslan. Und hier. Aslan. Och, Aslak. Fick dich. Ja. Ich bin Aslan. Ja, typischer Spielverlauf gegen den HSV. Eben, das kennen wir, ja. Es gibt Dinge, die sich einfach nicht ändern, ja. Deswegen werde ich nach über 10 Jahren diesen Verein jetzt verlassen. Ach, was sag ich 10 Jahre? Über 100 Jahre, die ich hier schon bin. Genau, eigentlich sind 6, aber gefühlt sind es bestimmt 100 für Bruce. Hallo? Ja. Backe, Dreckskanacke. Auch geil, dieses Polohemd da oben, der Kragen, wie er eigentlich so halb zusammengenäht ist, aber dann doch nicht verschlossen mit dem Knopf. Hammer, ne? Ja, Hammer, cool, oder? Oldhoff, Junge! Muss man die da Dinge auf der Linie servieren, oder was? Ja, Kate Moss ist einfach zu stark im Tor. Wer ist jetzt Kate Moss, bitte? Der Keeper. Das ist Amos Pfeil. Ja, Kate Moss, sag ich doch. Oh Gott. So, 1-0 zur Halbzeit für den HSV. Eigentlich unverdient, wir haben mehr Spielanteile. Aber Kate Moss war halt so gut. Richtig, Kate Moss. Und der halbe Roboter, C10. Ja, ich weiß schon, was in der Beschreibung und im Titel stehen wird. Bitte, du hast geleckt. Ich hab gesagt, ich weiß schon, was in der Beschreibung und im Titel stehen wird. Irgendwas mit Kate Moss und C10? Ich denke schon. Could be.
Ich glaube, da bin ich mal so frei und überlasse die dir. Da kann bestimmt irgendwas Kreatives wieder entstehen. Nee. Unkreativ. Nicht zu schüsseln. Ja. Panewitz auf Enzo, heute nie sein Spiel. Petric schickt die Töle. And I quote. Und da ist Ox. Töle, Ox, was haben die denn noch? Ganzen Zoo haben die da auf dem Spielfeld. Es, a Referee, zählt das, hier mit einem Zoo zu spielen? Ja? Und das war bestimmt kein Abseits. Was siehst du, wie der läuft? Du hast dich das erlaufen. Zählt das? Töle. Adrian Petric, der Roboter, diesmal konnte er sich nicht durchsetzen. Dann gab es einen kurzen Kurzschluss. Einen kurzen Kurzschluss. Ja, ein langer Kurzschluss wäre blöd. Ja. Ja, das wird einfach nichts. Wie wär's mal mit Wechseln gleich? Werde ich gleich tun bei der nächsten Unterbrechung. Ja. Die ja wohl nicht kommen wird. Petric. Hey. Jetzt kommen ja keine Schüsse mehr auf Kate Moss Tor. Out of him upside, jo. Hallo, Unterbrechung! Stopp! Ich glaube, da kommt jetzt die Wiederholung. Verlängerung, genau. Ja. Pierre David muss für Enzo sie dann kommen. Er muss, unbedingt. Ja, dann bringen wir noch den Push-Up. Bra und Adriano, genau. Echt? Ja, ja, okay. Rod. Ja, ohne Dingens. Klos geht sowieso nix. Und gegen den HSV sowieso nicht. Und Petric hier beinahe mit dem zweiten Tor. C10, wenn ich bin da. C10 mit dem zweiten Tor. Beinahe mit dem zweiten Tor. Mann. Mann, ey. Was fällt mir auch ein? Ja, echt. Ich finde immer noch beeindruckend, wie schnell Steinen umgezogen ist von der Innenstadt in den Park. Das ist so, ne? Wir nehmen einfach das Stadion und schießen da woanders hin. Althoff, Adriano nicht im Abseits. Junge, mach's. Jawohl. Er holt den Elfmeter raus. Er wurde beim Rollen behindert. Ja. Er wurde beim Rollen behindert von Aulbach. Ach, gehen Sie auseinander. Sie haben das verschuldet. Das ist eigentlich eine klare rote Karte. Nein, definitiv nicht. Ausgleich. Buh. Durch. Ich bin der Michael, ich bin der Althoff und du bist bloß der Pusche. Du bist bloß. Ich schieß deinen Elfmeter jetzt so richtig rein. Das geht mit dir, ey. Weil ich einfach der Michael Althoff bin. Michael Althoff bin. Ich schieß den Elfer. Ich schieß den Elfer. Nee. An Kate Moss vorbei. Richtig in das Netz. Wow, wow. Alter, also, wir haben den Punkt sicher. Petric ist vom Platz. Ach, Gott. C10 ist vom Platz. Jetzt haben wir noch die Chance zum Führungstreffer. Ja, ist so. V-Team, C-10 is out of the place. Weiter. Ja. Ja, ja, deutsches Let's Play, da spricht man Deutsch, ja, ja. Was? Wir sind hier in einem deutschen Let's Play. Da wird Deutsch gesprochen, wie in einem englischen Let's Play Englisch gesprochen. Ja! Ja, der wird. Ich wusste es immer. Irgendwann schlagen wir dich, HSV. Irgendwann schlagen wir dich. Auch nach ja. 6 Jahren. Ja, super, aua, den Kopf gestoßen, aber egal. Aua, das ist schon komisch, wenn man mit der Trainerbox einzugehen für kurze Zeit. Und der andere da vorne weiter gechillt da sitzt, ohne einen zu helfen. Son. Das fühlt sich richtig komisch an, wenn die Moleküle verschmerzen. Ja, genug von diesem Theater hier. Schloss, lassen Sie die Trainerbank gefälligst in Ruhe. Ja, der erste Sieg gegen den HSV, glaube ich. Wenn es jemand besser weiß, Klugscheißer-Kommentar bitte in die Kommentare. Ja, wo denn auch sonst? Ja. Oder macht gleich eine Videoantwort. Vielleicht, ja genau, ich möchte bitte eine Videoantwort haben, wo wir gegen den HSV gewonnen haben. Ja, und eine schöne Klugscheißer-Antwort bitte. Ich werde einfach angerufen während des Let's Play. Was? Lächerlich. Kann ich das stumm machen? Nein, das Handy kann man nicht stumm machen, aber gut, dass du sagst, ich muss das auch noch machen. Panky verbessert sich auf Platz 5 und wir haben nur noch 2 Punkte, die uns fehlen auf den Champions League Platz. Und 7 auf Dortmund. Bitte? Ja, genau. Sieg für Dortmund. 7 auf Dortmund. 7 auf Dortmund, richtig. Ja, mehr man sich verbessert, desto besser ist das. Das ist wieder eine Weisheit, ja, die sich gewaschen hat.
gewaschen. Hat. Kommt er hier mit 1000 Jahre alten Sprichwörtern? Klar. Oh, ich bin Kevin. Ich bin wahrlich schon ein ganz alter Opa. Ich war damals an der Front. Ah, mich ärgert, dass wir im Halbfinale rausgeflogen sind, ey. Und da kommen die schon wieder, die Spasten. Jetzt besiegen wir sie, wetten? Ich glaube auch. Jetzt wird so wie immer laufen. Oh, wenn wir Ork besiegen? Ja, dann sind es noch 4 Punkte, dann schmilzt das Punktepolster schon. Nach 6 Jahren deutscher Meister? Das wäre super. Wer ist deutscher Meister? Pinky Dog. Das hört sich super an, das müssen wir machen. Ja. Deshalb, Team, das ist das Spiel des Jahres. Vielleicht nicht das einzigste in diesem Jahr, aber zumindest eins. Ein Spiel des Jahres von 100. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, yep. Aber erstmal geht's gegen Galati. Oh, diese schwierige Aufgabe. Ich zittere. Guck mal, ich hab Parkinson, Galati. Guck mal. Wir haben ihn rausgeschmissen. Ja, Tromso. Super. Gänse, Gänse. Ja, klar. Gänse, Tromso, Gänse. Adriano weiterhin verletzt. Nee, Quatsch. Weiterhin verletzt, gerade noch gespielt. Erkältung hat er. Oh, der Arme. Oh, hier in Deutschland, so kalt. So, dann Klos kommt für Olthof in die Partie. Ja, ich denke. Dich allerdings spielen lassen würde, ne? Oder? Er sagt erstmal nix. Olthof für Ludewig, würde ich sagen. Und Pierre de Witt für Enzo Zidane, der ein gutes Spiel hatte, aber jetzt nicht so wirklich überzeugt hat. Und mit dieser Formation wagen wir uns dann mal in die Partie. Galotti. Ja. Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Part. Ciao.